Jeder zweite Österreicher leidet an Übergewicht. Das hat eine kürzlich durchgeführte Studie ergeben. Um diesem Trend entgegenzuwirken, wird in Schwechat bereits in der Volksschule die Lust und Liebe zum Sport gefördert. Vor einem Jahr wurde die Initiative der bewegungsorientierten Volksschulklasse ins Leben gerufen. Kann man jetzt nach einem Jahr schon Bilanz ziehen? Wir haben jetzt schon die erste Testreihe im ersten Semester im Jänner durchgeführt, haben jetzt sozusagen einmal Istwerte erhoben aller Kinder und werden jetzt eben heute die zweite Testung durchführen und danach können wir dann die ersten Vergleiche ziehen. Wie wird der Test aussehen? Wir haben ganz einfache Übungen, das ist der deutsche Motoriktest, der in den Volksschulklassen auch durchgeführt wird, europaweit, und deswegen haben wir da auch ein sehr großes Vergleichspool jetzt da schon von Daten, wo wir unsere Kinder dann auch noch einstufen können. Wir haben ganz einfache Tests, wir haben Liegestütz, wir haben Sit-Ups für die Kräftigung, wir haben für die Sprungkraftstand Weitsprung und Hin- und Herspringen, also seitliches Hin- und Herspringen. Und wir haben dann noch ein Balancieren, also für Koordination noch einen Test. Das sind so diese einfachen Volksschultests, die eigentlich jedes Kind zusammenbringen sollte. Wieso haben Sie die Initiative der bewegungsorientierten Volksschulklasse vor einem Jahr ins Leben gerufen? Ja, die Kollegin, die Frau Seiler Mattes, hat und ich haben die Autopädagogik-Ausbildung gemacht und haben empfunden, dass es auch ein anderes Unterrichten sein kann, dass wir einfach die Bewegung in den Regelunterricht einfließen lassen wollen. Und deswegen haben wir gemeint, ja, wir versuchen diese Initiative zu ergreifen, haben sehr viel daran gearbeitet, dass es wirklich glückt, und wir schauen jetzt, dass die nächsten 4 Jahre dieses Projekt gut über die Runden geht. Können Sie mir da ein Beispiel nennen, wie das genau aussieht, so ein Unterricht, so ein Sportunterricht? Ja, wir sind 3-mal in der Woche im Turnsaal. Und eben eine Doppelstunde sind wir im Freien draußen, egal bei welchem Wetter. Und das ist eben dann ein fächerübergreifender Unterricht. Zum Beispiel haben wir am Kellerberg erst gerade das Silbenlesen gemacht. Das bedeutet, dass die Kinder am Kellerberg einen Orientierungsplan von uns bekommen, wo sie einfach verschiedene Stationen anlaufen, dort ihre Silbe raussuchen und somit Wörter zusammensetzen und auch gleich für Deutsch und Lesen in Verbindung setzen. Ihr seid ja eine Volksschule, die mehr Bewegung macht als andere Volksschulklassen. Wie ist das für euch? Gefällt euch das? Ja, mir gefällt es, dass wir in der Bewegungsklasse sind. Und was macht euch daran Spaß? Also macht es euch Spaß, dass ihr zum Beispiel Silben lernt und währenddessen wandert? Ja. Was habt ihr sonst noch so gemacht? Wir haben sonst noch so halt mal Ausflüge, die gefallen mir so besser, weil wir sind schon am Phoenixplatz trainiert, halt, das macht mir alles so Spaß, halt die Ausflüge. Wie wichtig ist es der Stadt Schwechat, die Initiative der bewegungsorientierten Volksschulklasse finanziell zu unterstützen? Das ist eine unheimlich wichtige Sache, wo wir gerne finanzielle Mittel dafür aufbringen, um eben dieses Projekt einer bewegungsorientierten Klasse umzusetzen, weil es mehrere Aspekte in sich birgt. Nicht nur der Bewegungsaspekt, sondern auch ein ganz wichtiger sozialer Aspekt wird dadurch erfüllt, denn in dieser in diesen Bewegungsabläufen wird die Gemeinsamkeit und das Zusammenhalten ebenfalls gefördert. Ihr seid jetzt gerade über die Bretter balanciert. Wie schwer war das? Naja, nicht so ganz schwer jetzt. Also über den ersten war es noch leicht, über den zweiten auch, aber über den dritten war es schon ein bisschen schwierig, Bällen vor und zurück zu balancieren. Und du, für dich, wie schwer war es? Die ersten und die zweiten, die waren leicht, aber die dritte, die war sehr, sehr schwer für mich. Hier geht es um die Rumpfbeuge, also wie weit die Kinder ihren Oberkörper nach vorwärts strecken können, ohne die Beine aufzustellen. Das ist für uns wichtig, um Verkürzungen bis in den Rückenbereich dann hinein vorzubeugen. Das heißt, wir schauen, dass die Kinder immer in einer Streckung sind, dass sie die Muskulatur nicht verkürzt bekommen durchs lange Sitzen, dass Bewegungen sind. Und wir wollen einfach hier überprüfen, ob das, was wir jetzt ein Jahr lang gearbeitet haben, einen Sinn gehabt hat.